Radfahren ist die Fortbewegungsart, die wir als Menschen zur Verfügung haben, aus eigener Kraft, die am allerschnellsten ist. Der Sigmund Freud hat ja den witzigen Begriff Prothesengott für den Menschen eingeführt. Und der Mensch verwechselt mit der Maschine. Er bildet eine gemeinsame Menschmaschine. Er hat quasi keine Füße mehr, er hat Räder. Das heißt, wir erreichen mit Muskelkraft dank dieser Prothese als Prothesengott, als in dem Fall wahrhafter und aus eigener Körperkraft tätig werdender Prothesengott, Geschwindigkeiten, die kein anderes Tier und vor allem einen Aktionsradius, den kein anderes Tier schafft. Der Ötztaler Radmarathon. Eines der anspruchsvollsten Jedermannrennen überhaupt. Seit 31 Jahren zieht er die Radsportgemeinde magisch an. Und auch dieses Jahr war das Interesse groß. Rund 19.000 Hobbyradler haben sich um einen Startplatz beworben. Knapp 4.000 von ihnen rollen morgens um 6.45 Uhr in Sölden los. Unter ihnen ehemalige Profis wie Jan Ulrich und Jörg Ludewig, die sich heute ebenso ihren Traum vom Ötztaler erfüllen möchten. Von Sölden wird erst auf das Kütai und dann nach Innsbruck gefahren. Danach geht es über den Brenner nach Italien, wo zunächst der Jaufenpass und dann das berüchtigte Timmelsjoch auf die Fahrer warten. Insgesamt überwinden sie so 238 Kilometer und 5500 Höhenmeter. Von der Ötztaler Gletscherregion bis zum Südtiroler Weinland. Die Runde führt die Fahrer durch mehrere Klimazonen mit großen Temperaturunterschieden. Eine extreme Belastung, sowohl körperlich als auch mental. Für Profis ist der Ötztaler eine machbare Herausforderung. Aber für Amateure? Wir wollen der Frage nachgehen, warum tut man sich eine solche Tortur an? Der Mann, der versuchen wird, uns das zu erklären, ist selbst Radsportenthusiast und dazu noch Radphilosoph. Schriftsteller Michael Klonowski. Es geht immer nur um den Berg, es geht immer nur um die Steigung. Das hat zunächst den Grund, den ganz praktischen Grund, weil die Steigung einen zwingt. Man kann einer Steigung nicht einen Tritt aussetzen. Man muss sich ihr aussetzen, man muss hochkommen oder man lässt es ganz sein. Und zum anderen ein Phänomen, was ich in den Bergen wieder festgestellt habe. Das erste ist das Bewusstwerden der eigenen Schwäche. Egal wie stark man sich am Fuß eines Passes gefühlt hat, nach ein paar tausend Metern merkt man, es ist wieder viel langsamer, als man selber gedacht hat. Und der Berg, den man quasi als Konkurrenten, als zu Erobernden, zu Erstürmenden aufgefasst hat, wird auf einmal so eine Art Freund, der einen in sich aufnimmt, der einem gar nichts Böses will, der einen birgt, der Berg birgt, der. Ne? Doch der Weg zur Freundschaft zwischen Radler und Berg ist lang und beschwerlich. Gleich am frühen Morgen muss das Kütai erklommen werden, mit Steigungen von bis zu 18% der steilste Anstieg des Ötztalers. Während der Mensch noch euphorisch ist, zeigt die Maschine bereits erste Schwächen. Gerade im Hochgebirge, inmitten dieser grandiosen Landschaft, wo man wie so ein verlorener kleiner Käfer auf seinem viel zu subtilen Gefährt sitzt, sich dann am Ende bei diesem Berg irgendwie anlehnen zu können und zu sagen, ich bin ja das Depperl, der dich herausgefordert hat. Ich werde das schon irgendwie schaffen bis oben, du wirst mir die Lektion eingeparkt haben, du bist stärker. Es war schön. Kilometer 51, das Kütai auf 2020 Metern. Wir befinden uns auf Österreichs höchstgelegener Skistation. Die erste große Herausforderung ist geschafft und die Teilnehmer haben jetzt die Möglichkeit, ihre Energietanks wieder aufzufüllen. Organisator Ernst Lorenzi vergewissert sich, dass es ihnen bei der Verpflegung an nichts mangelt. Wenn man da auf der Labestation sieht, ist jetzt Hektik pur da in Kütai und man hat 11.000 Bananen und 12.000 Squeezy-Riegel und 12.000 Goni-Riegel, Bananen, Obst,
Tee jede Menge und Suppe und Pepsi-Cola und alles, was man braucht. Also jeder Teilnehmer kriegt 12,5 Liter, ist berechnet, dass er das kriegen kann und eben ausreichend Energie, die er sicher braucht auf die 5.500 Höhenmeter. Bereits 15 Mal hat Ernst Lorenzi den Ötztaler Radmarathon organisiert. Der Söldner ist die 4-Pässe-Tour auch schon selbst geradelt, hat sich dafür aber 3 Tage Zeit gelassen. Ich fahre immer wieder mit. Ja. Mit dem Radl? Nein, ohne Radl, aber mit dem Auto. Nein. Ja, ich habe also mein Ziel mit dem Radfahren haltet sich in Grenzen. Also ich habe nicht einmal einen Gedanken daran verschwendet, da mitzufahren. Ich glaube, ich wäre nur ein Hindernis für die ganzen Leute. Ich bin eindeutig besser im Organisieren als im Radfahren. Ja, es geht. Aber jetzt glaube ich, jetzt ist der Pulswert. Jetzt ist beruhigt, munter bin ich auf alle Fälle. Ja, schauen wir, wie es weitergeht. Da kann ich abschalten. Da kann ich gut abschalten. Da denke ich an gar nichts, da kann ich abschalten vom Beruf und der Familie. Das macht Spaß. Das ist ein schönes Leiden. Also ich bin ein Bergfreund, absolut. Und das Abfahren jetzt, naja, das muss halt sein, aber darum freue ich mich aufs Himmelsjoch. Und das macht sicher am meisten Spaß zum Schluss. Mit frisch aufgeladenen Akkus fahren die Radfahrer abwärts in Richtung Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck. Von 2020 Metern Höhe werden sie bis auf 600 Meter über dem Meeresspiegel hinabbrausen. Natürlich gibt es Tiere, die kurzfristig die auf 100 Meter oder vielleicht auch auf 500 Meter einen Rennradfahrer überholen würden, aber es gibt kein einziges Tier, auch das wildeste Pferd und das wildeste Kamel, nicht, was mit einem geübten Ausdauersportler auf einem Rennrad mithalten könnte. Spätestens nach 50 Kilometern würden sie beide kapitulieren oder kollabieren. In der Anfahrt auf Innsbruck verschlechtert sich das Wetter plötzlich. Doch kaum ist in der Stadt die 90-Kilometer-Marke passiert, verabschiedet sich der Regen wieder. Auf der alten Brennerstraße geht es nun 39 Kilometer hinauf auf den Brennerpass. Damit absolvieren die Radler zwar den längsten, aber gleichzeitig den am wenigsten steilen Anstieg des Ötztalers. Weiter vorne nähert sich die Spitzengruppe bereits dem Jaufenpass. Vorjahressieger Stefan Kirchmeier aus Tirol hat sich dieses Jahr beide Schlüsselbeine gebrochen. Dennoch ist er am vorletzten Berg Siebter mit 3,5 Minuten Rückstand. Die Schmerzen sind wahr. Der Belgier Bart Bourré hat sich am Anstieg auf den Jaufen aus der Spitzengruppe gelöst und einen kleinen Vorsprung von 30 Sekunden herausgearbeitet. Noch meine Brille verloren, jetzt kann ich nicht mal meine Müdigkeit verstecken. Oh. Ex-Radprofi Jörg Ludewig kann der Spitze nicht mehr folgen. Auf dem Jaufenpass liegt er 5,5 Minuten zurück. Zurück auf die alte Brennerstraße. Weiter hinten im Feld ist man mit seinen Gedanken schon am nächsten Teilziel, der Verpflegungsstation am Brenner, gelegen auf einer Höhe von 1377 Metern. Oben angekommen haben die Fahrer etwas mehr als die Hälfte des Weges geschafft. Wir stellen ihnen zum ersten Mal die Frage, warum tut man sich eine solche Quälerei eigentlich an? Na du, ich glaube, da hat jeder so seinen eigenen Grund. Bei mir ist es einfach ja, der Spaß am Radlfahren, trotzdem man nebenher nur nicht auch kann. Warum fährt man die Berge? Weil sie da sind. Jetzt, ich komme aus Köln, 2500er Himmelsjoch oder sowas, da träumen wir ja von. Ne? Da müssen wir ja einen ganzen riesen Marathon durch die Eifel fahren, um auf 2500 Höhenmeter zu kommen. Und hier hast du es halt auf einem Pass. Und das ist halt das Faszinierende. Deswegen fährt man hier hin. Und deswegen quält man sich. Nee, eigentlich, ich wollte Spaß haben. Bis jetzt ist noch kein Qual. Also ich glaube, das kommt erst hinten raus.
Natürlich fragen wir auch nach den Zielen der Teilnehmer. 7,5 Stunden. Ja. Kriegen wir aber nicht hin. Die Zeiten, zu denen die Ötztaler Radmarathonisti hier ihre Reisepässe vorzeigen mussten, sind Geschichte. Man radelt problemlos über die Grenze nach Italien. Von der Laber am Brenner fahren die Radsportfreunde nun knappe 20 Kilometer vorwiegend bergab, durch Großensass bis nach Sterzing. Von Sterzing geht es jetzt auf den 2090 Meter hohen Jaufenpass. Der erfahrene Ötztaler kennt die Tücken dieses Abschnitts gut. Die Jaufenstraße schlängelt sich 15,5 Kilometer unbarmherzig bergauf und überwindet dabei 1130 Höhenmeter. Radphilosoph Michael Klonowski beschreibt das Gefühl, wenn der Berg dem Radler alles abverlangt. Ja, das Herz ist jetzt bei 170 Schlägen. Die Beine brennen, als seien sie mit Glassplittern gespickt. Die Schultern tun weh. Die Lunge wird bis zu den letzten Spitzen gefüllt mit der Bergluft. Das heißt, man spürt sich, man fühlt sich, man lebt. Es ist ein grandioses Gefühl, gerade für Menschen, die die meiste Zeit ihres Lebens in Büros verbringen. Es steckt in dieser ganzen Sache natürlich was extrem Kompensatorisches, was wir sind ja, also nehmen wir mal an, wir hätten eine Veranstaltung im späten 19. Jahrhundert unter Industrieproletariern vermutlich nicht machen können, weil die Leute waren einfach körperlich fertig. Wir haben in der Regel das Problem, dass wir unsere Körper kaum noch spüren können. Und deswegen scheint es mir vollkommen normal, dass sich immer mehr Menschen beispielsweise bei Ausdauer- und Extremsportarten tummeln. Sie wollen einfach zurückkehren zu der simplen Erkenntnis, dass sie auch aus Fleisch und Blut sind und nicht nur Computeranhängsel. Der Jaufenpass auf knapp 2000 Metern ist erreicht. Nach 161 Kilometern haben die Radsportverrückten ziemlich genau zwei Drittel der Strecke geschafft. Die Spitze ist bereits am Aufstieg Timmelsjoch. Stefan Kirchmeier aus Tirol hat seinen Rückstand von 3,5 Minuten im Alleingang wettgemacht und überholt dann in beeindruckender Weise den Belgier Bart Bury. Eine Leistung, die man nicht hoch genug einschätzen kann. Schließlich hat er sich Anfang des Jahres das linke Schlüsselbein gebrochen und zwei Wochen vor dem Ötztaler Radmarathon dann auch noch das rechte. Bei den Damen fliegt die Belgierin Edith van den Brande am Timmelsjoch ihrem vierten Sieg in Folge entgegen. Sichtlich gut drauf beantwortet sie unsere Fragen. Ich fühle mich sehr gut heute. Ich fahre mit einer kleinen Übersetzung. Aber ein Interview während der Fahrt, das ist hart. Wir sind ja bekanntlich als Rennradfahrer mit zwei körpereigenen Opiaten gedopt. Nicht? Bergauf sind es die Endorphine, die uns mit einem gewissen Flow belohnen, dafür, dass wir uns quälen und schinden. Und bergab ist es ein sehr dummes, nämlich das Adrenalin, was uns vorgaukelt, wir könnten fliegen. Können wir aber nicht. Bergab ist eigentlich die viel heiklere Sache als bergauf. Bergauf kann man nur leiden, bergab kann man sich den Schädel einschlagen. Der Downhill nach St. Leonhard ist etwa 20 Kilometer lang. Die Fahrer dürfen jetzt nicht leichtsinnig werden, denn es bedarf höchster Konzentration, um auf der langen und kurvenreichen Abfahrt nicht zu stürzen. Trotzdem muss man versuchen, sich zu erholen und neue Kraft zu tanken, denn die größte Herausforderung kommt erst noch. Das berühmt-berüchtigte Timmelsjoch. Für so manchen Radler weiter hinten im Feld hat diese Abfahrt jedoch keinen Erholungswert. Bei wechselnden Wetterbedingungen sinkt die Moral und damit auch die Bereitschaft, sich weiter zu quälen. Extrem Jaufenpass runter bei Regen und so, macht keinen Spaß. Also das kann man nicht genießen, hat man einfach nur Angst, dass nichts passiert. Ich habe Krämpfe, mir ist kalt und es geht nicht mehr.
Also absolut nicht mehr möglich. Es war einfach zu kalt für mich. Derweil wartet Sölden schon auf seinen Sieger. Nach 7 Stunden und 12 Sekunden erreicht Stefan Kirchmeier zum zweiten Mal in Folge als Erster das Ziel. Er hat an der magischen 7-Stunden-Grenze gekratzt und sicherlich viele neue Fans gewonnen. Was anfangs unter einem schlechten Stern stand, wurde zu einem wahren Ötztaler Traum. Mit einem neuen Streckenrekord. Stefan Kirchmeier gewinnt den Kampf gegen den Berg, die Konkurrenz und vor allem gegen die schmerzenden Schlüsselbeine. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr mit der Siegerzeit oder 7:06, glaube ich. Und heuer einfach im Prinzip allein gefahren, 7 Stunden geradeaus. Es ist ja unglaublich. Das check ich noch nicht. Also, das dauert noch ein paar Tage. Bei den Damen ist Edith van den Brande wieder eine Klasse für sich. Zum 4. Mal in Folge beendet die Belgierin den Ötztaler Radmarathon als Erste. Mit ihrer Siegerzeit von 7 Stunden und 51 Minuten ist sie fast 15 Minuten schneller als die zweite, Marina Ilmer. I feel really happy. Ich bin richtig glücklich über den Sieg. Ich hatte einen ziemlich schlechten Winter und keinen besonders guten ersten Teil der Saison. Der Ötztaler war mein wichtigstes Ziel dieses Jahr und deshalb freue ich mich sehr darüber, ein weiteres Mal gewonnen zu haben. Für die weiter hinten liegenden jedoch beginnt jetzt der schwierigste Teil. Der nimmer enden wollende Anstieg auf das Timmelsjoch. Unter ihnen Tour de France-Gewinner Jan Ullrich. Der ehemalige Profi hat als Hobbyradler zu seiner Liebe auf 2 Rädern zurückgefunden. Jedenfalls ist Radfahren sauhart. Und gerade für die, die da hinten kommen, noch unglaublich. Also wie die sich hier durchkämpfen, Chapeau. Eigentlich hat Frank Wörndl Jan Ullrich zum Ötztaler mitgenommen. Der Ex-Slalom-Weltmeister lässt sich von seinem Freund über den Jaufenpass bringen. Den nächsten Anstieg muss er alleine packen. Jan Ullrich wollte dann doch etwas schneller radeln. Es gibt keine Gentlemen unter den Radfahrern. So lang sie doch auch ganz fein. Hast du noch Kraft genug? Nein, eigentlich wollten wir bei dir hinhängen. Der Ötztaler Sieger von 2009 und 2010, Antonio Corradini aus Italien, hat sich dieses Jahr wieder mehr auf seinen Job als Zahnarzt konzentriert. Heute sehe ich das Rennen so, wie ich es noch nie gesehen habe. All diese Leute wahnsinnig emotional. Ich bin aus den hinteren Startreihen losgefahren und habe diese Menschenmassen gesehen, die ich sonst nie wahrgenommen habe. Ich war immer vorne, habe mich auf die Straße konzentriert. Perché ero sempre davanti a guardare la ruota. Die Labestation Schönau. 40 Kilometer vor dem Ziel wird der Energietank ein letztes Mal aufgefüllt. Nach Hilfe schreiender Muskeln versucht man zu besänftigen, streikende Fahrräder aufzupäppeln und mutlose Kollegen zu motivieren. Wird die Energie für den allerletzten Kraftakt reichen? Schier endlos zieht sich der 29 Kilometer lange Aufstieg auf das Timmelsjoch die Serpentinen hinauf. Die Frage, warum tue ich mir diese Qual eigentlich an, dürfte die Fahrer immer häufiger beschäftigen. Der Kampf gegen den Gipfel, sagt Camus, vermag ein Menschenherz auszufüllen. Das ist die Phase, die spätestens jetzt eingetreten ist. Es ist natürlich ein vollkommen absurdes Theater, was die meisten treiben. Und auch aus der Perspektive des Daheimgebliebenen am Sessel, der sich fragt, was machen die da eigentlich, warum tun sie sich das an? In Wirklichkeit tun die sich gar nichts an. In Wirklichkeit sind das vollkommen glückliche Menschen, die im Augenblick nur etwas verschwitzt und schnaufend aussehen. Und die eines ganz genau wissen, dass mit der Qual die Lust wächst und man eine große Freude nur erreichen wird, wenn man sich vorher
es hat schwer und sauer werden lassen. Die Philosophie ist treten, treten, treten. Also Berg bezwingen, sich selbst bezwingen. Ja. 2010 bin ich das erste Mal gefahren, habe ich gesagt, okay, einmal, nie wieder. Und 2011 habe ich mich wieder angemeldet, keinen Startplatz zu kriegen. Habe ich gesagt, okay, 2012 bist du dran. Heute Abend sage ich nie wieder. Und wenn es nächsten Februar soweit ist, wird sich sofort registriert. Mit der Qual wächst die Lust, das ist das ganze Geheimnis. Ja, Rennradfahren ist absurd, ist eine absurde Veranstaltung. Aber man muss das auch wieder, glaube ich, als Komplementärveranstaltung zum wirklichen Leben verstehen, wo immer alles genau das Gegenteil sein soll. Eben zweckgerichtet, effizient, irgendeinem Ziel dienend, irgendwo hinführend, irgendwie etwas Organisatorisches bewältigend. Insofern ist die absurde Veranstaltung etwas geradezu Erlösendes. Der Mensch wird frei dadurch. Er wird frei dadurch, die absurde Sache zu machen, auf einen Hochgebirgspass aus eigener Kraft sich emporzuschwingen und vollkommen unkonventionell dabei auszuschauen. Ich denke, das ist ein Akt der Selbstbefreiung. Bad, really bad. Schlecht. Mir geht es sehr schlecht. Meine Beine. Ich habe noch nie solche Schmerzen gehabt wie heute. Noch nie in meinem Leben. Niemals. Ich werde das nie wieder tun. Das war das letzte Mal. Es ist einfach zu viel. Ich habe meinem kleinen Mädchen versprochen, dass ich es für sie machen werde. Es war ein großer Fehler, das zu sagen. Aber jetzt darf ich nicht aufgeben. So, I must finish. Kollegen sagen immer, die Radfahrer sind doof. Ich glaube, da ist was Wahres dran. Die haben recht. Also für viele Leute ist es nahezu unbegreiflich, dass das andere das Kunststück fertig bringen, sich so zu schinden und sich so, solche Schmerzen zuzufügen, über Stunden auch. Aber im Grunde sind das bemitleidenswerte Leute, weil ihnen wird eine entscheidende Erfahrung eben nicht zuteil, nämlich dass die Kehrseite dieses Schmerzes, der überwundene Schmerz und dass die große Freude des überwundenen Schmerzes ist. Wenn du das geschafft hast, dann ist wieder Ritterschlag unter der Radfahrer. Drei Kurven? Wie jetzt? Nur noch drei. Das ist ja wunderbar. Das kriegen wir hin. Also schaffen tun wir's. Aufgegeben wird nicht. Nehmen die Radfahrer ihre Umwelt überhaupt noch wahr? Haben sie der immer mächtiger werdenden Natur noch etwas entgegenzusetzen? Es gibt beim Rennradfahren einen sehr starken meditativen, kontemplativen Aspekt, der aus der extremen Pulsbelastung und gleichzeitigen sehr stereotypen, sehr gleichbleibenden Bewegungen sich ergibt. Und der schönste Moment ist eigentlich erreicht, wenn die Schmerzen und die Belastung so hoch werden, so stark werden, dass man buchstäblich nichts mehr denken kann. In anderen Kulturkreisen meditiert man dafür. Das ist bei uns nicht so verbreitet. Aber unser unentwegt zugemüllter Kopf mit allen möglichen Dingen, die man auch gar nicht mal wissen will, die einen ständig belagern, dieser Kopf, dass er wirklich mal ganz frei werden kann, dass er freigefickt wird wie ein blauer Himmel nach einem Sturm. Das ist ein grandioser Moment. Das Dach des Ötztaler Radmarathons auf knapp über 2500 Metern Höhe. Endlich ist der majestätische Berg bezwungen. Der Kampf gegen den inneren Schweinehund ausgestanden. Auf dem Timmelsjoch wird der Traum der Radsportverrückten Wirklichkeit. Während der 30 Kilometer langen Abfahrt nach Sölden müssen sie jetzt noch damit fertig werden, dass sie es wirklich geschafft haben. Die nimmermüden Enthusiasten sind an einem Tag 230 Kilometer Rad gefahren und haben dabei 5500 Höhenmeter überwunden.
In Sölden angekommen, werden sie dann aus ihrer Trance aus Adrenalin und Endorphinen auftauchen und Freunde und Familie am Rausch ihrer Gefühle teilhaben lassen. Am Ende des absurden Theaters steht man wieder am Ausgangspunkt der ganzen Veranstaltung und es ist quasi gar nichts passiert, nicht? Außer es ist Energie verraucht. Aber doch ist derjenige, der ankommt, ein anderer als der, der gestartet ist. Vermutlich gerade, wenn er das erste Mal diese Runde gefahren ist. Er hat was gelernt über sich. Er hat erfahren, wie weit er mit sich gehen kann, mit seiner Schmerztoleranz. Entscheidend ist, er kommt ans Ziel, er hat es geschafft, er hat sich selbst überwunden. Das ist das, was der normale Fahrer tut, der Nicht-Profi. Und der am Ziel ist ein glücklicherer Mensch als der am Start. Doch was motiviert einen ehemaligen Profi wie Jan Ullrich, der dem Radsport nach seinem Karriereende 2007 eigentlich den Rücken zugekehrt hat? Ist ja eine sehr intensive Strecke mit 5.500 Höhenmeter. Und wenn man viele Jahre nicht trainiert hat, ich habe dieses Jahr auch nur 1.500 Kilometer gefahren, dann ist es immer eine Herausforderung. Aber das ist, vor allen Dingen ist es schön, dass man mal wieder im Peloton fährt, mal wieder unter Radsport-Fans auch fährt. Und ein oder andere holt sich Autogramm unterwegs und bei der Labestation wird sich ausgetauscht. Also ich finde das Weltklasse. Der Ötztaler motiviert mich ja auch unterwegs, also im Jahr mal ein bisschen zu trainieren. Das ist immer, man muss sich ja ein paar Höhepunkte setzen, auch ein paar Ziele. Für mich ist Ötztaler immer ein Ziel, durchzukommen, egal mit welcher Zeit. Und deswegen trainiere ich auch ein bisschen, das spornt mir auch an. Und hier findet man viele Freunde wieder. Als die Nacht über das Ötztal hereinbricht, gilt alle Aufmerksamkeit den letzten beiden Fahrern auf der Strecke. Holger Ottens und Axel Löde aus Deutschland. Nach 13 Stunden und 35 Minuten erreichen sie vor dem Besenwagen das Ziel. Empfangen werden sie dort von Gerhard Schönbacher, der 1979 und 80 die Tour de France als letzter beendete und die rote Laterne ins Ziel trug. Wie ist dir gegangen als letzter? Das ist mir völlig wurscht. Hauptsache ich bin angekommen. Und hast du nie gedacht, dann aufgeben, so wie der Kollege? Nee. Gar nicht? Nein. Wirklich nicht? Nein. Ich habe nur gedacht, hier kommst du nie wieder her. Du wirst den letzten Platz dann wieder wiederholen? Ja, vielleicht. Schön, dass du hier bist. Am heutigen Abend wird jeder Radfahrer wie ein Sieger gefeiert. Egal, ob sie die Ziellinie als Erste oder als Letzte überquert haben. Alle haben sie sich heute ihren Traum vom Ötztaler erfüllt.